sauer. Heute geht es um uns, heute geht es um die Saarländer. Und viele von Ihnen, viele von euch wissen eigentlich, man sagt ja den Saarländern nach, sie sind absolut harmoniebedürftig. Sie feiern gern, sie essen gern, sie sind gerne zusammen. Und es geht ja auch das üble Gerücht, dass jeder jeden kennt und damit sich auch jeder hilft. Und wenn hier einer mal was so macht, dann ist das liebevoll. Nachbarschaftshilfe, Schwarzarbeit, würde keiner sagen, dass wir das hier im Saarland machen. Aber es gibt mehrere Dinge im Saarland, die sich mit Saarländern beschäftigen. Saarland hat auch die größte Vereinsdichte überhaupt in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wir haben noch was ganz Besonderes. Ich glaube, sowas gibt es in anderen Bundesländern nicht. Wir haben nämlich eine eigene Stiftung im Land, die sich um uns Saarländer und darüber hinaus kümmert. Und ich möchte deshalb heute reden mit dem Vorstandsvorsitzenden der SAS Foundation. Der ist jetzt heute zu Gast und das ist Michael Harz. Den holen wir hier mal rein. Ich blende mich groß weg. Namen haben wir eben schon gesehen. Herr Harz, herzlich willkommen an diesem sonnigen Tag, in diesem sonnigen, wunderschönen Bundesland, an einem Tag, an dem man viele Dinge tun kann, zum Beispiel hier online über das reden, was Ihre Profession ist, was Sie machen. SAS Foundation klingt toll, heißt Saarländer, helfen Saarländer. Erzählen Sie mal, wie lange gibt es schon diese wunderbare Stiftung? Ja, vielen Dank, Herr Bunkler. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Die Stiftung SAS Foundation, also SAS steht ja für Saarländer helfen Saarländern, gibt es jetzt schon 20 Jahre. Wir haben uns gegründet am 01.04.2000 und seit diesem Zeitpunkt hat unsere Stiftung für das Saarland einige Projekte ins Leben gerufen. Und aber immer von Anfang an, von der Gründung, war eigentlich unser Ziel, die Saarlandfreunde weltweit zu vernetzen. Das klingt toll. Es gibt viele Projekte. Wollen wir mal das eine oder andere nennen, damit man das ein bisschen greifbar hat, weil ich glaube, ansonsten kann man sich wenig da vorstellen. Was sind denn so Projekte, wo Sie sagen, und das ist so typisch SAS Foundation, das passt so toll zu uns, zur Mentalität der Saarländer oder auch zur Mentalität Ihrer Stiftung? Also natürlich ist das Projekt, das mir jetzt an erster Stelle einfällt, das Projekt unserer Saarlandbotschafter, das wir gemeinsam mit der Landesregierung gleich Anfang an, seit 2001, ins Leben gerufen haben, eine Public-Private Partnership. Das heißt, der öffentliche Teil ist die Landesregierung und wir als private Stiftung stellen den Private-Teil dar. Und seit 2001 haben wir eigentlich gemeinsam erstmal mit der Landesregierung eine Konzeption erarbeitet. Damals waren auch dabei Saarländischer Rundfunk, Würzburger Zeitung in den Gründerjahren. Und haben dann überlegt, wie können wir das Saarland auch im Ausland repräsentieren. Und da wurde das Projekt der Saarlandbotschafter geboren. Okay, das klingt denn spannend. Haben Sie auch ein paar spannende Namen für uns? Ich glaube, es gibt mittlerweile 120, oder? Wie viel habe ich jetzt? Wir haben im Moment 134 Saarlandbotschafter. Okay. In all den Jahren, also pro Jahr, in den Anfängen waren es vielleicht so 10 bis 15, mittlerweile sind wir auf eine Zahl von 5 Saarlandbotschafter gekommen, die wir jedes Jahr nominieren. Wir haben, ich sag mal, einen Sprecher der Saarlandbotschafter gewählt. Aktuell ist das Professor Michael Backes vom CISPA-Institut. Er ist quasi derjenige, der die Saarlandbotschafter auch in der Öffentlichkeit vertritt. Darüber hinaus haben wir aber auch noch sehr prominente Namen aus dem Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport. Im Bereich Wirtschaft fällt mir jetzt gerade ein Wendelin von Boch, von Willebrand Boch. Das ist wahrscheinlich vielen Saarländern ja ein Begriff. Wir haben aber auch genauso im Bereich Wissenschaft, Bereich IT. Viele kennen Professor Scheer, Professor Walster im IT-Bereich, aber auch andere Professoren, die im Wissenschaftsbereich unterwegs sind. Ja, im Bereich Sport, Bianca Kappler ist vielleicht noch ein Begriff. Bereich
Kultur, haben wir auch verschiedene Kulturschaffende, die da unterwegs sind. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Herr Parzinger in Berlin und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Namen, die wir aber auch veröffentlicht haben. Man kann das nachlesen unter saarlandbotschafter.de. Gut, das war jetzt auch richtig eklig von mir, dass ich Sie frage, bei 134, wen pickt man da raus? Also das war jetzt nicht lieb von mir, das werde ich jetzt auch so vielleicht nicht mehr machen. Oder vielleicht. Nee, aber das ist ja wirklich, und ich glaube, das zeichnet es ja auch aus, geht alle mal ins Internet auf die Seite der SAS Foundation, können wir uns ja noch angucken, geht mal diese Liste durch, die ist nicht nur illuster, das ist auch ein ganz toller Mix an Menschen, an Lebensleistungen, an Dinge, die erreicht worden sind. Und für mich das Kuriosum, eigentlich immer noch egal, welche Entfernung es da irgendwo gibt, diese Verbundenheit zum Saarland und dann auch bereit zu sein, irgendwo zu helfen, Dinge zu arrangieren, Kontakte herzustellen oder auch Sachen umzusetzen. Ja, und das ist, ich sag mal noch das eine oder andere, damit sie nicht alleine nur auf die Jacke kriegen, sondern ich auch noch. Ja, weil es da legendärer Saarland-Botschafter-Sprecher über unendlich lange Zeit, ja, ist der einzige in seinem Fachbereich KI, der im Nobelpreiskomitee sitzt, unter den unzähligen Titeln, die der Mann hat, so als die KI-Größe in Europa. Wir haben einen, der einen Oscar gekriegt hat für die Technik, Professor Groß, ja, gebürtiger Neunkircher, ja, der jetzt Chef der Disney-Forschungslabs ist. Ja, und für seine ganzen Marvel-Animationen und so weiter und so fort einen Technik-Oscar gekriegt hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, sitzt er jetzt auch im Oscar-Komitee und darf da mitentscheiden. Also da gibt es viele, auch bekannte Schauspieler, vorletztes Jahr ist Bianca Hein Saarland-Botschafterin geworden. Also da fällt mir schon noch einige Dinge ein, aber ich bin heute nicht zu Gast und mich fragt auch keiner. Dann kommen wir jetzt einfach nochmal zu Ihnen. Wie rege ist denn jetzt wirklich dieser Austausch innerhalb der Saarland-Botschafter? Und haben Sie jetzt wirklich das Gefühl, selbst wenn jetzt diese Begrifflichkeit Saarland-Botschafter noch nicht so verfasst ist, in den Köpfen, aber auf dieser Ebene passiert auch schon subkutan unheimlich viel. Ja, also man muss dazu sagen, die Saarlandbotschafter treffen sich einmal im Jahr beim Jahrestreffen der Saarlandbotschafter physisch. Jetzt haben wir das auch mal virtuell geplant aufgrund der Corona-Bedingungen, um sich auszutauschen, um dann in Klausur zu gehen und zu sagen, was haben wir als Saarlandbotschafter denn im letzten Jahr erreicht und was möchten wir in Zukunft erreichen. Und dabei ist es oft so, dass natürlich wir das besprechen und diskutieren, was jeder Saarlandbotschafter eigentlich sowieso von seiner Profession macht. Und da stellt sich oft heraus, wenn ich als Saarlandbotschafter unterwegs bin in meinem Beruf im Bereich IT, dann kann ich natürlich automatisch das Saarland mittransportieren. Ich erinnere vielleicht auch nochmal daran, dass das Internet-Institut ja hier in Saarland gekommen ist, aufgrund vieler Fürsprecher hier aus dem Saarland. Das heißt, das Saarland hat an der Universität des Saarlandes mit Intel jetzt ein eigenes Institut am DFKI bekommen. Und das war natürlich ein Verdienst von Professor Walster. Und ich will aber da auch sein Netzwerk natürlich mit einschließen. Er ist ja nicht allein, er ist ja eingebunden in ein Informatik-Netzwerk hier im Saarland, das ja auch wegen seiner Exzellenz berühmt ist. Und das ist jetzt auch so ein typisches Beispiel, dass man, während man eine Profession hat, nicht nur an die Profession denkt, sondern im Rucksack quasi immer das Saarland hat und überlegt, was kann ich denn auch für das Saarland tun, wenn ich sowieso schon dabei bin. Ja, das ist typisch, zumal das ja noch sehr traditionell ist. Im Rucksack das Saarland, ich glaube ab 2020 sagt man mal das Saarland in seinem Gadget. Überall.
mit dabei. Aber ich stelle jetzt mal so eine Frage, wo sich jetzt einige denken: Mensch, 134 Saarlandbotschafter jetzt in, was sind es jetzt, 19 Jahre, ne? Oder? Ja. In 19 Jahren. Hat das nicht irgendwann ein Ende oder gibt es tatsächlich so viele erfolgreiche Saarländer, nicht nur im Saarland, auf der ganzen Welt, sodass sie sagen, die SAS-Stiftung hat nie die Befürchtung, dass einem tolle Menschen, erfolgreiche Menschen auf ihren Gebieten ausgehen, die sagen, ich bin Saarländer, was denn sonst? Also da müssen wir als Stiftung sagen, jede Stiftung und auch wir ist ja auf die Ewigkeit angelegt. Wir haben da also schon einen hohen Anspruch, ja, mit natürlich einem Augenzwinkern. Das bedeutet, in der Satzung unserer Stiftung steht ja, wir möchten das Saarland international bekannt machen in verschiedenen Bereichen: Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft, also in vielen Bereichen. Und uns werden, denke ich, diejenigen nicht ausgehen, die in der Welt verstreut sind und das Saarland mögen. Darunter werden immer einige sein, die Hochkaräter sind, so wie die Saarlandbotschafter von ihrer Ausbildung, von ihrem Werdegang, also Professoren, also elitäre Ausbildung genossen haben. Aber wir sprechen ja auch alle Saarländer an. Das heißt, wir sprechen jeden an, der das Saarland mag. Und wir möchten eben, dass diese Saarländer, die im Ausland leben und geboren sind, mitmachen. Aber vielleicht auch die Saarländer, die im Ausland leben und dort im Ausland geboren sind, aber hier im Saarland vielleicht mal studiert haben, sich hier aufgehalten haben, die das Saarland mögen. Also diese Saarlandfreunde. Wir definieren eigentlich den Saarländer, die Saarländerin neu. Für uns ist jeder, der das Saarland mag, ein Saarländer. Das heißt, auch der hier im Saarland studiert hat, Chinese ist, heute dann China ist, ist für uns ein Saarländer. Okay, das klingt gut. Aber ich sage jetzt mal, wir haben ja auch eine junge Frau, die das Bierwesen in Bayern managt. Ja? Und dann würde die jetzt sagen, für die Braukunst ist auch eine elitäre Ausbildung. Ja? Um einfach mal zu sagen, nicht nur Habilitierte haben elitäre Ausbildung, sondern davon gibt es eine ganze Menge. Oder habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee, aber wir sagen, also ich habe ja auch mit jemand Frank Around the World, mit dem Herrn Gottschalk, das ist jetzt der Namensvetter, der heißt jetzt wirklich so, haben wir die Idee nochmal aufgegriffen. Also der Herr Gottschalk hat gesagt, ich will meine Idee, dass man überall auf der Welt Schwenker aufbaut, die will ich auch mal ein bisschen publik machen. Natürlich ist er dann auf mich zugekommen, hat gesagt, ah, es gibt ja eine Stiftung, die hat ja ein ähnliches Ziel. Ihr wollt ja die Saarländer weltweit verbinden und vernetzen. Und Schwenker ist natürlich dann ein Anziehungspunkt. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass man den Schwenker kombiniert dann mit einem schönen saarländischen Urpilz und so auch Werbung in Europa oder in aller Welt macht. Und man kann ja auch einen Schwenker alles drauflegen. In Nairobi haben wir einen Freundeskreis, der hat jetzt aktuell vegetarische Schwenker im Angebot oder man legt einen Fisch drauf. Also man muss ja nicht unbedingt auch das saarländische Schweine-Nackensteak da drauflegen. Das ist ja variabel. Ja, vom Kamm. Ja, das soll dann schon sein. Ja, im saarländischen Dialekt die Begrifflichkeit, das Geräte, das heißt Schwenker, das Fleischstück, das man drauflegt, heißt Schwenker und der es zubereitet, heißt auch Schwenker. Das ist Zeiteffizienz. Ne? Aber jetzt reiten wir hier alle Klischees durch, die man westlich der Hemisphäre über das Saarland so kennt. Aber nennen Sie doch vielleicht doch noch das ein oder andere Projekt. Vielleicht sind dann jetzt einige, die sagen: Mensch, von dem Projekt habe ich schon mal gehört. Ah, das ist die SAS Foundation. Einfach mal so aus den letzten 19 Jahren quer durch den Brit. Ja, ein sehr bekanntes Projekt, was wir 2014 gemacht haben, war ein Kongress gegen die europäische Jugendarbeitslosigkeit 2014. Da haben wir überlegt, was können wir als Stiftung dazu beitragen, wie können wir die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekämpfen, haben da eine Konzeption aufgelegt,
Das Ganze ist auf unserer Homepage SAS Foundation zu sehen unter dem Stichwort Europatriots oder Europatriot, wenn man es Englisch aussprechen möchte. Und da kann man das nochmal nachlesen. Wie ist die Konzeption? Wie ist die Idee? Also ich denke, das war ein absolutes Highlight. Wir haben 3 Tage einen Kongress hier im Saarland entsprechend ausgerichtet. Es waren über 20 EU-Länder da. Wir haben viele Delegationen gehabt aus den Ländern, viele Professoren, Fachgruppen. Und wenn ich mir das heute nochmal überlege, dass wir halt mit einem relativ kleinen Team die 3 Tage gemeistert haben, kann ich mich auch nur nochmal beim Team der SAS Foundation bedanken für die hervorragende Zusammenarbeit. Also das wäre so ein Highlight jetzt mal aus den 20 Jahren. Wir haben darüber hinaus aber auch kleinere Projekte gemacht, getestet im saarländischen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Ich glaube, zusammengearbeitet mit Jobcenter Hamburg, mit Lebach zusammengearbeitet. Wir haben eine wissenschaftliche Konzeption für Hochaltrige uns überlegt. Das heißt Longinos, Longinas. Longinos steht für Hochaltrige, das sind Leute, ich sag mal, wir haben die Grenze so ab 70 Jahren aufwärts gerechnet. Das heißt, wenn man ein paar Jahre aus dem Beruf raus ist, noch fit und gesund ist, was möchte man vielleicht noch tun für die Gesellschaft? Wie möchte man sich einbringen? Ehrenamtlich ja, aber auch vielleicht noch wertschöpfend, indem man einer gewerblichen Tätigkeit nachgeht. Natürlich nur so, wie man mag und möchte und sich dann aber auch für die Gesellschaft noch einbringen. Das steckt hinter dem Begriff der Longinos, Longinas. Und dann so haben wir eine Reihe von wirklich innovativen Ideen. Auch das Zeitwertpapier ist so eine Idee. Wie kann ich Lebenszeit umfunktionieren? Wie kann ich die vielleicht auch handelbar machen und dann in verschiedenen Modellen Pflegezeit, Altersversorgung umswitchen und vielleicht da auch mal eine App draus machen. Also das ist unter dem Stichwort Zeitwertpapier bei uns nachzulesen. Alles verschiedene, ich sag mal, Stiftungsprojekte. Das sind Projekte, die wir als Stiftung, ich sag mal, mit Partnern zusammen und mit Drittmitteln gestemmt haben. Was jetzt aber im Moment, ich sag mal, aktuell ist, das sind unser internationales Netzwerk mit unseren Saarland-Botschaftern, ja, die gehören auch zum internationalen Netzwerk, aber auch mit unseren Saarland-Büros und die haben auch einzelne Projekte, wo das Netzwerk jetzt selbst Projekte sich gibt und ein Leiter eines solchen Saarland-Büros dann entsprechend agiert. Okay, dazu haben wir was Kleines vorbereitet. Jetzt haben Sie natürlich charmant direkt schon die Kurve zu dem neuen Projektreihe gekriegt. Und das schauen wir uns kurz an. Und dann weiß jeder, um was es geht. Es geht um virtuelle Saarland-Büros, dort Treffpunkte in der virtuellen Welt, wo sich Menschen weltweit miteinander vernetzen können. Das haben Sie schon gesagt. Ich sage deshalb jetzt virtuell dazu, weil ich glaube, wenn jetzt am Schluss nach unserem Gespräch sich Hunderte von Saarländern weltweit melden, die gerne ein Büro machen würden, ist doch wirklich die Intention, nicht wie man es von Honorarkonsulen kennt, also wir wollen jetzt keine saarländischen Honorarkonsulate eröffnen, sondern einfach keine körperlichen Räume, sondern das soll virtuell stattfinden. Ja, richtig. Also dieser Ansatz ist, dass wir auch gerade in Zeiten von Corona natürlich jetzt auf dem digitalen Wege uns austauschen. Und auch hier ist wieder die Ausgangsfrage, wer mag das Saarland? Und ich frage dann natürlich auch die Saarländerinnen und Saarländer hier im Land. Erstens, wer mag das Saarland, aber auch, wer kennt, wer hat einen persönlichen Kontakt in einem anderen Land weltweit und kann uns diesen persönlichen Kontakt erstmal quasi vermitteln. Und wenn er diesen Kontakt an uns vermittelt hat, ist halt die Frage, sollen wir gemeinsam auf diesen Kontakt zugehen oder sollen wir das als Stiftung alleine machen? Das kann man frei entscheiden. Ich werde mit dem Kontakt dann überlegen, kann man gemeinsam in dem Land, egal wo jetzt, USA, Südamerika, Australien, China, egal wo das ist,
kann man mit diesem Kontakt in diesem Land denn gemeinsam eine Idee entwickeln und aus dieser Idee vielleicht auch ein Projekt entwickeln und so für, ich sag mal, die Völkerverständigung zwischen dem Saarland, Deutschland und der Welt dann auch entsprechend was tun. Also auch in allen Bereichen wieder, ne? Wie vorhin erwähnt, also im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Okay, das ist ja spannend, weil man sagt ja eigentlich so, die erste Annäherung hat man ja eigentlich auch nochmal über die Kultur und über den Austausch dazu. Ja, das heißt, das ist sehr sinnvoll. Sie sehen es also auch so, nicht alles sind nur Wirtschaftskontakte. Nein, wenn wir fragen, wer mag das Saarland, dann ist das natürlich erstmal eine emotionale Komponente. Wir stellen quasi ja auch da vieles auf den Kopf. Also wenn man wirtschaftlich eigentlich an so ein Thema rangeht, dann macht man das analytisch und sagt so, wie sind die Bedarfszahlen, ne? Und wie Angebot und Nachfrage, so die übliche Vorgehensweise. Und wir sagen, nee, wir als Stiftung drehen das eigentlich um und sagen, wir suchen erstmal diejenigen, die das Saarland mögen. Mit denen gehen wir ins Gespräch und überlegen dann beispielsweise auch kulturell, was kann man machen. Wir haben da eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das war jetzt im Jahre 2007. Da ist der Hans-Joachim Schulze, auch ein Saarländer aus Hamburg, ist auf mich zugekommen. Wir haben uns über Internet kennengelernt und hat gesagt, Mensch, ich bin hier Saarländer, ich lebe und arbeite aber in Helsinki an einer Wirtschaftsuniversität, bin dort Dozent, Deutsch als Fremdsprache an dieser Wirtschaftsuniversität und wollte eigentlich immer schon was machen für das Saarland hier in Helsinki in Finnland. Und ich weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich das anpacken soll. Wie können wir das denn gemeinsam angehen? Und da habe ich gesagt, ja, lieber Hans, mittlerweile sind wir ja gut bekannt. Ich hoffe, er sieht vielleicht auch zu. Lieber Hans, wir können da gemeinsam schon die Kultur auch nach Finnland tragen. Wir suchen jetzt erstmal hier im Saarland jemanden, der das Saarland kulturell vertreten kann, repräsentieren kann. Und ich bin damals auf Alfred Gulden gestoßen, der jetzt auch Saarlandbotschafter ist, der dann auch zum Saarlandbotschafter nominiert wurde. Und dieser Alfred Gulden kennt vielleicht viele. Er schreibt Romane, Gedichte, er schreibt Theaterstücke. Er hat für den Saarländischen Rundfunk schon viele Sachen auch gedreht. Er ist quasi ein Multitalent, was Kultur angeht und ist auch Stadtschreiber von St. Louis. Und also ich muss sagen, ich bin, je länger ich ihn jetzt kenne, immer stark beeindruckt von seinem Talent und von seinem Können. Und mit ihm gemeinsam bin ich dann nach Helsinki und wir haben dann im Goethe-Institut quasi ein kleines virtuelles Saarland-Büro eröffnet, wenn Sie so wollen, die Funktion einer saarländischen Botschaft. Also offiziell ist dieser Begriff ja etwas schwierig zu gebrauchen, aber ich sage deswegen erstmal Saarlandbüro, weil es ja dann, denke ich, einfacher ist, damit umzugehen. Und wir haben gesagt, im Goethe-Institut, das ist jetzt für diesen Tag, ist das jetzt mal wirklich unser virtuelles Saarlandbüro. Was haben wir da gemacht? Also der Alfred Gull war natürlich Mittelpunkt, der ist aufgetreten, hat dort entsprechend aus seinen Werken vorgelesen, vorgetragen, literarisch, hat aber auch musikalisch das Ganze mit verschiedenen Liedern am Klavier begleitet. Dann eine Podiumsdiskussion mit finnischen Vertretern in Helsinki und haben das Grenzthema zwischen Finnland und Russland dann nochmal thematisiert. Und wir haben natürlich, das Goethe-Institut hat freundlicherweise auch die Bevölkerung eingeladen aus Finnland, also aus Helsinki, hat dort Werbung gemacht, sodass wir auch ein bisschen Laufkundschaft hatten und haben dann entsprechend Karlsbechbier und Iona ausgestellt und Willower und Loch hatte sogar einen eigenen Tisch. Also wir haben wirklich uns ins Zeug gelegt, dass man das Saarland in irgendeiner Form in Helsinki auch wahrnimmt. Und damit sind wir bei dem Thema, was Sie am Anfang vergessen haben, dass man Willower und Loch nicht nur im Saarland kennt, sondern weltweit. Ja, damit haben wir das nochmal gerettet. Aber ich glaube, wenn Sie so Sachen machen, es ist ja für mich schon immer ein Phänomen gewesen, wie viel es an Kunst, in Künstlern in den unterschiedlichen Sujets im Saarland überhaupt gibt. Also da können Sie aber jetzt noch das Goethe-Institut in Helsinki die nächsten 40 Jahre bespielen, bis Sie da mal alle durch haben. Ja. Und ich glaube, die ersten
anderen Erfolge gibt es ja auch schon. Wir werden demnächst ja auch noch virtuell sehen, wie gut ist die Internetverbindung zu Madagaskar. Ja, wunderschönes Land, das jeder kennt, weil jeder schon mal gesungen hat, wir lagen vor Madagaskar, es war halt nur noch keiner dort. Und da ist es ja auch schon, ich glaube, die Frau Steffek macht ja dort das Saarlandbüro, ja, für die SAS Foundation. Da werden wir demnächst ein tolles Videogespräch haben. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das mit dem Internet klappt. Ja, jetzt so von Saarbrücken nach Saarbrücken klappt es herrlich. Und dahingehend ist das toll. Aber jetzt eine spannende Frage, bleiben wir mal dabei. Wenn jetzt wirklich Madagaskar, sehen Sie dann, dass Sie sagen, ja, das ist toll, dass wir ein Saarlandbüro Madagaskar haben, da gibt es bestimmt tolle Kontakte, tolle Möglichkeiten und das blüht da richtig auf? Oder sagen Sie, es klingt toll, es ist exotisch, aber für uns wäre jetzt andere Dinge noch wichtiger? Es gibt nichts Wichtigeres wie Madagaskar, für alle, die da draußen jetzt aus Madagaskar sind und zugucken. Ja, aber war trotzdem gefragt. Hat Sie das jetzt gefreut? So, wir reden gleich noch über andere Länder, wo es schon Saarlandbüros gibt, aber das klingt ja schon exotisch. Was passiert da? Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass wir jetzt in Madagaskar unser erstes Saarlandbüro eröffnet haben, gemeinsam auch mit unserem Saarlandbotschafter, dem Herrn Giraud, und mit seiner Frau, der Angelique Steffek. Sie sind ja vor ein paar Monaten gemeinsam nach Madagaskar, er halt auch beruflich bedingt, weil er dort von der französischen Regierung entsandt wurde, und sie hat ihn begleitet, und die Frau Angelique Angelique ist ja auch selbstständig und hat dann gesagt, ich möchte aber natürlich auch hier, wenn ich schon vor Ort bin, in Madagaskar, Antananarivo, also abgekürzt TANA, damit das auch nochmal einfach auszusprechen ist, ich möchte jetzt hier Leute kennenlernen. Ich möchte mich verbinden mit denjenigen, die Deutsch sprechen. Und sie hat dann auch Deutschsprachige kennengelernt. Sie hat auch jemanden kennengelernt, der in Saarbrücken studiert hat, eine Dolmetscherin, und hat sich mit ihr angefreundet. Sie hat eine eigene Firma gegründet, die speziell Leuten hilft, Deutsch zu lernen, also den Madagassen vor Ort hilft, Deutsch zu lernen, und hat auch schon einige vermittelt, also jetzt im Au-pair-Bereich oder Köche oder im Bereich Klinik. Also ich denke schon, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser Ziel als Stiftung immer wieder uns vor Augen halten, nämlich dass wir in 193 UN-Staaten präsent sein wollen. Und da zählt eben jeder UN-Staat und jedes Land. Denn es ist so, dass nicht nur die Kultur ja ein wichtiger Mittler ist, es ist ja oft auch ein erster Schritt. Und dann gibt es vielleicht Schritt Nummer 2 und 3, wo man sagt, wenn ich dann die Kontakte kenne und wenn ich auch die Kultur verstanden habe, und das weiß ja jeder, der interkulturell aktiv ist, dann kann ich natürlich auch entsprechend mit dem jeweiligen Saarlandbüro vielleicht auch mal wirtschaftliche Aktivitäten ins Leben rufen. Und unsere Rolle als Stiftung ist aber auch da immer als Plattform. Das heißt, wir bieten als Plattform die Kontakte an, und die einzelnen Kontakte können dann unter sich dann auch zum Beispiel mal geschäftlich, gewerblich aktiv werden. Gut. Welche Länder haben wir denn noch, bevor es jetzt heißt, wir haben uns was Kleineres als das Saarland ausgesucht, damit wir uns größer fühlen? Ja. Welche Länder haben Sie denn noch, wo Sie jetzt sagen, da blüht dieses zarte Pflänzlein des virtuellen Saarlandbüros jetzt schon richtig auf? Mit wem werden wir demnächst noch alles reden? Ja, also wir haben ein sehr aktives Saarlandbüro, das ist Bosnien Tuzla, Kanton Tuzla, also es gibt ja den Kanton und die Stadt Tuzla, und diese Gruppe ist in Facebook schon über 100 Mann stark, ist also sehr aktiv, und da bin ich den beiden Teamleitern sehr dankbar, dem Adi oder Asim Kaushevic, mit der Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht zu 100% perfekt ausspreche, und Mirsad Pursic, die beiden eigentlich die tragenden Säulen von unserem Saarlandbüro auch in Bosnien, in Tuzla. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, die beiden sind jetzt erstmal hier im Saarland, aber haben natürlich ihr Heimatland auch immer dabei, wenn sie hier im Saarland unterwegs sind. Und mit den beiden bin ich ins Gespräch gekommen, und gerade der Asim hat immer gesagt, ich bin höchst motiviert, dass ich hier
jetzt auch mal aktiv werde für mein Heimatland, für Bosnien, aber auch natürlich eine Brücke schlage in Saarland. Und wir haben letztes Jahr im November gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer, die IHK Saarbrücken, dem Herrn Kroll, auch eine Veranstaltung gemacht, wo natürlich die IHK ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in den Vordergrund gestellt hat und wir aber auch als, ich sag mal, Saarlandbüro und als SAS-Team aufgetreten sind und gesagt haben, wenn es darum geht, jetzt auch mal erst emotionale Kontakte kennenzulernen, um da auch mal einen Anfang zu kriegen und nicht gleich schon Wirtschaft im Kopf zu haben, sondern auch vielleicht mal über die Kultur einzusteigen, dann sind wir Ansprechpartner, bilden erstmal Freundschaften, Sympathien. Und dann ist es so, dass die einzelnen Leute von sich aus, wie der Asim gesagt haben, ich kümmere mich jetzt auch mal drum, ich stelle mal einen Kontakt her, um vielleicht auch mal eine neue Flugverbindung Saarbrücken-Tuzla ins Leben zu rufen, um dann auch mal vielleicht die Wirtschaft zu fördern. Ich helfe da der IHK hier in Saarbrücken. Das heißt, wir als Stiftung sehen uns immer als Netzwerk der vorhandenen Netzwerke. Also wir wollen alle Netzwerke ergänzen und wir sind auch sehr froh, dass wir viele Netzwerkpartner haben, beispielsweise die IHK, aber es sind auch alle anderen eingeladen, Handwerkskammer und wie sie alle heißen, dass sie mit uns sich vernetzen als Stiftung. Gut. Und dann reden wir mit dem, wenn wir beide seinen Namen aussprechen können. Ansonsten kriegt jetzt jeder dann den Deckname, ey, das ist der Dörrbischer Schorsch. Ja, das mag sein. Was gut auszusprechen ist, ist Adi. Okay. So weiß er, wer gemeint ist. Ja. Ja, zumal Namen waren schon immer meine größte Problemgruppe. Das kenne ich. Ja, das ist doch aber hübsch. Aber wenn ich das jetzt richtig auf der Seite gelesen habe, machen wir kurz einen Schlenker, gibt es auch schon ein Saarland-Büro in Moskau? Richtig. Auch da, genau, also wir haben ja in unserer Homepage jetzt mal 7, 8 verschiedene Beispiele aufgeführt von Saarland-Büros. In Moskau ist der Herr Scholz, der arbeitet bei Rödl und Partner und hat auch gesagt, er steht zur Verfügung, kann man auch nochmal nachlesen, um auch da vielleicht mal ein Praktikum zu vermitteln oder auch, dass man erstmal auch im Freundeskreis einen Stammtisch sich bildet und er ist auch bereit, auch mal nochmal ins Live-Gespräch zu gehen, hier übers Netz und dann zu überlegen, gemeinsame Ideen, Projekte mit uns jetzt auszuprobieren. Also da stehen wir jetzt noch relativ am Anfang, was die Projekte angeht, aber auch da kann man viel entwickeln. Und wir haben neben diesen 7 Kontakten bei uns auf der Homepage aber auch noch mal 10 Gruppen in Facebook, kann man sich angucken. Also SAS Foundation, die Seite, hat noch mal 10 Gruppen, Saarlandbüro, beispielsweise Tuzla und so weiter. Überall, wo man Saarlandbüro eingibt, findet man dann andere Saarlandbüro, also 10 Stück. Und auch wir haben Shanghai dürfen wir jetzt, müssen wir auch mal erwähnen. Ja. Also wir haben, um das auch nochmal zu sagen, wir haben in den 20 Jahren 40 Länder und 54 Teamleiter, haben wir Kontakte aufgebaut. Und da ist es halt so, dass verschiedene Projekte sie haben ein Leben bekommen, sind wieder abgeschlossen. Und wir sprechen eigentlich heute, wir beide, über diese aktuellen Themen und Projekte. Und das kann man, denke ich, in Facebook sind wir im Moment ganz aktuell. Da haben wir auch eine eigene Gruppe Saarlandbüros weltweit. Und jeder, der eigentlich interessiert ist, was ist denn jetzt aktuell gerade Sache, der ist natürlich eingeladen in diese Gruppe Saarlandbüros weltweit. Und wir werden auch jeden gern aufnehmen, der da Interesse an diesem Thema hat. Gut. Nehmen wir uns trotzdem erwähnen, weil das soll ja schon mal sagen, was es da schon alles gibt. Ja, auch, das macht ja auch Mut, denn mal Dinge zu tun. Oder ich sag's mal, deshalb habe ich jetzt zum Beispiel Moskau angesprochen, das ist jetzt ja zufällig in einem Land, deren Politik nicht ganz unumstritten ist. Oder sag ich mal, wo es ja für viele Dinge sehr kompliziert ist. Seit Jahren, Boykottgeschichten und wollen wir jetzt nicht politisiert. Aber das ist ja nicht einfach. Und ich glaube, das ist ja dann noch umso besser, wenn man dann jetzt noch einen Ansprechpartner hat, der einem vielleicht auch mal den einen oder anderen Hinweis geben kann für Aktivitäten oder Dinge, die man machen will. Und wenn es nur der beste Hinweis aller Zeiten ist, versuch's erst gar nicht, los ist. Ja? Also das ist ja auch schon
sehr spannend, sich da auszutauschen, oder? Finden Sie es nicht gerade auch bei diesen Ländern, wo man jetzt nicht einfach so hintigern kann und sagen, ich mache mal jetzt was, besonders ja, wichtig? Ja, es ist deswegen, denke ich, auch wichtig, und das kennt eigentlich jeder, wenn ich in ein fremdes Land komme, will ich natürlich auch, oder will ich erstmal die Kultur kennenlernen oder habe mich vorher mit der Kultur beschäftigt. Und unsere Idee ist ganz einfach, wenn ich jetzt jemanden anspreche, der 10, 15, 20 Jahre in einem Land lebt und arbeitet, der die Kultur kennt, dann entwickelt sich daraus ja auch eine Art Spezialist für diese Kultur, aber auch gleichzeitig jemand, der die Saarländer und die saarländische Kultur kennt. Und so jemand kann natürlich hervorragend vermitteln. Und diese kulturellen Kenntnisse sind natürlich für jedes Business, weiß man ja, Voraussetzung, dass man sich versteht. Und wenn man sich versteht, kann man dann auch weiterkommen in der Kommunikation. Und deswegen nochmal die Idee, eine Vertrauensperson, eine emotionale, nicht nur emotionale Anlaufstelle, auch eine kulturelle Anlaufstelle zu schaffen, eine Vertrauensstelle, die uns dann hilft, weiterzukommen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte in dem und dem Land mich selbstständig machen, dann habe ich zumindest mal eine Vertrauensperson, an die ich mich wenden kann. Und wenn diese Vertrauensperson zwar auch kein Fachmann ist auf dem Gebiet XY, aber er kennt vielleicht jemand in dem Netzwerk, der Fachmann ist, und dann kommt man wieder zu dem berühmten Prinzip, ich kenne einen, der hilft. Und dieses Prinzip haben wir quasi auf internationale Füße gestellt und sind froh, wenn die Saarländer da mitmachen. Okay, ich kenne den, ist der Cousin vom Erna, seiner Schwester, ihrem Bruder. Ne? Das ist, dann schauen wir mal, ob das international auch so funktioniert. Sie wollten was sagen, irgendwie war plötzlich, oder? Nee, wir organisieren das. Ne? Das ist ja auch so typisch saarländisch, das organisieren wir, und ich kenne da jemanden. Ne? Ja. Lass nur, ich mache das schon, ich kümmere mich drum. Ja. Das ist herrlich. Shanghai, auf die Gesprächsrunde freue ich mich auch. Ja. Haben wir schon was in den USA? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, auch ein problematisches Land im Moment. Also USA haben wir auch jemanden, den Werner Niehaus, der hat bei Voigt und Schweizer, einem Galvanisierungsbetrieb in den USA, lange Zeit gearbeitet, ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand, hat natürlich aber sehr viel Erfahrung und Know-how und steht natürlich auch, Firmen zur Verfügung, die beraten werden wollen, wenn sie auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen. Er selbst ist in Columbus, Ohio, vor Ort. Und falls man, speziell in diesem Raum vorhat, vielleicht auch geschäftlich tätig zu werden, dann kann man sich über uns an ihn wenden. Und wir sind quasi so die erste Instanz, die dann überlegt, wie können wir den Kontakt jetzt und in welche Bahn können wir den leiten. Und in so einem Fall werden wir dann mit unserem Saarlandbotschafter, dem Werner Niehaus, eigentlich sehr gut bedient. Das heißt, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, so ein großer Vorteil der SAS Foundation, diese Aktion, ist halt irgendwo dank ihrer Idee der emotionalen Globalisierung. Das klingt auch so süß. Ich habe ja am Anfang gesagt, der Saarländer an sich ist äußerst harmoniesüchtig. Ja, von der Warte her aus hat es natürlich auch den Vorteil, man kommt eigentlich und oder man trifft irgendwie schon Menschen, wo man weiß, da ist ein gewisses Grundvertrauen-Level irgendwo da, oder man ist sich selbst kulturell etwas sehr nah, man weiß, wie man tickt. Und das ist das vielleicht dann auch einfacher, über so Kontakte oder über eventuell leicht verrückt klingende Ideen zu sprechen, als wenn man jetzt irgendwo sich im Internet einen sucht, der einem angeblich da beraten kann? Sehen Sie da einen starken Vorteil? Ja, also das denke ich schon. Dieser emotionale Zugang, den man als Saarländer hat, nach dem Motto, ich bin hier in New York, habe jemand saarländisch Schwätze gehört und drehe mich um und schon habe ich den Kontakt, weil der kommt ja aus dem Saarland, und habe so einen emotionalen Zugang. Wie ich den Zugang dann nutze, das ist ja den beiden überlassen, aber ich denke, es ist erstmal ein sehr schneller Zugang, es ist mal eine Vertrauensbasis da und man hilft sich gegenseitig, so wie eigentlich die Saarländer sich hier auch gegenseitig helfen im Land. So kann man sich dann auch außerhalb vom Saarland, fängt ja dann schon ab Kaiserslautern an, ne? Und dann aber auch in vielen Ländern der Welt,
dann kann man sich dann gegenseitig unterstützen und zum Bier treffen, zum Schwenker treffen und sich austauschen. Ja. Okay. Und dann beginnt höchstens die Problematik, spricht der Moselfränkisch oder spricht der Rheinfränkisch. Ja, das ist dann schon, oh Gott, spannend. Aber ich merke so irgendwie diese Schwenkergeschichte, die hängt ihnen schon schwer an. Ist natürlich ein emotionales Thema, ist ein kulturelles Thema für jeden Saarländer. Aber wie gesagt, man hat ja, ich sag mal, nicht nur den Schwenker dann in erster Linie, wo man dran denkt, aber es ist, denke ich, eine Gemeinsamkeit, es ist eine Basis und ja, man muss ja auch irgendeinen Zugang erstmal bekommen. Okay, also was ist jetzt ein Aufruf, wer uns einen virtuellen Schwenker programmiert, dass wir dann einmal sagen, so einmal im Monat am Wochenende treffen wir uns zum virtuellen Schwenken. Online. Ja, und jeder bringt was mit. Ja, das ist doch hübsch. Aber lassen Sie uns doch jetzt mal, wenn wir so langsam, aber sicher zu Ende unserer Gesprächsrunde kommen, obwohl es gibt da jetzt, wird mir noch 100.000 Dinge einfallen, zumal mir jetzt auch noch ganz tolle Saarlandbotschafter einfallen, die wir jetzt eigentlich gar nicht genannt haben. Vielleicht sollten wir auch einfach mal online gehen und alle 134 Namen vorlesen und jeder wird sagen, Mensch, Wahnsinn, ist der das A? Ne? Ja, aber schauen wir uns doch mal kurz, ich habe da was Kleines vorbereitet, ja, uns mal Ihre Homepage an, damit die auch jeder denn findet. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen mit der Maus fieseln. Das ist die ist eigentlich auch ganz einfach zu finden, ja. Nee, das ist jetzt der Falsche. Aber wissen Sie, manchmal bin ich aber auch... Nee, da sind wir auch nicht hübsch, Hatsch, kommen Sie. Wir gehen mal da oben hin. Ja, da sehen wir ja auch nicht schlecht aus. Das ist jetzt www.sasfoundation.de, kurz und schmerzlos. Und dann gibt es halt... Und ich finde, das ist so ein schöner Satz. Ja, gemeinsam stark für das Saarland. Hey, das müssen wir dann doch noch einmal wenigstens verkünden. Sie haben jetzt hier diese Projekte angekündigt. Sie publizieren hier auch immer Veranstaltungen, die die SAS Foundation macht. Ja, also das heißt, es gibt ja auch viele Veranstaltungen mit Saarlandbotschaftern, die dann die Dinge tun. Dann folgen Sie uns natürlich, folgen wir Ihnen. Das werden aber jetzt nachher hier wirklich alle machen. Und da sind Sie ja schon sehr breit aufgestellt und wer denn das wirklich noch wissen will, wann sie mal schaffe ich es bis hier hoch, der geht dann auf Projekte und dann sieht er jetzt hier die einzelnen Projekte, an die er sich denn wenden kann. Das ist weitaus mehr, als der Herr Harz jetzt gesagt hat, aber nichtsdestotrotz und momentan halt denn wirklich das Hauptanliegen, diese virtuellen Saarlandbüros. Für ein wunderschönes, emotionale Globalisierung. Ja, man fasst es nicht. Ich finde es eigentlich einen schönen Begriff. Ja, vielleicht noch, was mir jetzt auch einfällt, natürlich wären diese Saarlandbüros auch schöne Vorreiter für die saarländische Landesregierung, wenn man jetzt sagt, wir haben ja ein Saarlandbüro bereits in Paris, ein physisches. Und in Brüssel. Brüssel, genau, und Berlin. Ja. Aber wäre doch schön, wenn wir vielleicht in London noch eins hätten und dann könnten wir überlegen, wie kriegen wir denn ein virtuelles Saarlandbüro nach London? Müssen wir überlegen, wer könnte da Saarlandbotschafter machen und so könnten wir dann gemeinsam mit so jemand auch ein Saarlandbüro betreiben oder vielleicht muss auch kein Saarlandbotschafter sein. Wir finden jemand, der sagt, ich fühle mich dazu entsprechend geeignet und gemeinsam mit ihm würden wir das dann ins Leben rufen. Das wäre quasi so eine Art virtuelle Vorstufe und man könnte sich ja dann auch vorstellen, dass das dann in anderen Ländern, wenn die Landesregierung Interesse hätte, das dann Schule macht. Jetzt haben Sie natürlich mit Old Fashioned Great Britain schon wieder so ein kompliziertes Land rausgesucht, was im Moment nicht so einfach ist, aber ich merke, da blühen sie so richtig auf. Aber so ein London ist eine wunderschöne Stadt.
Das hätte natürlich was. Vielleicht schaut uns jetzt auch einer zu, der sagt, ich kenne doch einer in London, der rockt das. Dann kann er sich, ja, toll. Dann kann er sich bei Ihnen melden. Herr Arzt, bevor wir so enden, wie wir begonnen haben, gibt es noch irgendwas, noch einen Aufruf, noch eine Message, noch irgendwas, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, und das jetzt, hic et nunc, hier und jetzt, muss ich das noch einmal loswerden? Ja, also ich sag mal, der Schlussappell, den man natürlich immer einfällt, ich freue mich über jeden persönlichen Kontakt in einem anderen Land, den ein Saarländer oder Saarländerin hier kennt. Das heißt, ich wende mich immer gern hier an die Saarländerinnen und Saarländer im Saarland, die dann ihre Kontakte, ihre persönlichen Kontakte in dem jeweiligen Land XY uns nennen und wir dann gemeinsam überlegen, können wir mit dem Kontakt irgendwas entwickeln. Man muss im ersten Schritt auch kein Saarlandbüro eröffnen, aber man könnte sagen, vielleicht ist das erstmal nur ein Ansprechpartner oder wir machen erstmal nur einen Stammtisch auf, wo man sich trifft und einfach nur sich unterhält. Also man muss das auch nicht gleich zu hoch hängen. Und das wäre eigentlich meine Bitte. Ich würde mich freuen über persönliche Kontakte der Saarländerinnen und Saarländer in verschiedenen Ländern dieser Welt. Gut, das werden wir doch jetzt stemmen. Und wie gesagt, demnächst reden wir mit Madagaskar, dann reden wir mit Bosnien. Ich freue mich schon auf das Gespräch in Shanghai. Ja, wenn wir beide uns in den Zeitzonen bewegen und da wird es den ein oder anderen Talk wohl im Schlafanzug geben für uns, wenn wir da zeitzonenmäßig ja, etwas aktiv. Das können Sie schon ganz gut. Also wir können dann auch mal die Nachtfalken machen. Gut, also dann in diesem Sinne wäre es das jetzt mal als erster Touch. Wir sind alle informiert und wir hoffen, dass es denn bald denn weitergeht. Und wir enden jetzt so, wie wir begonnen haben. Nochmal den Erinnerer, um was es ging. Und dann nochmal den Abspann. Und der Arzt, Sie bleiben einfach noch ein bisschen bei mir. Und wir verabschieden uns vom Rest dieser Welt. Dem Saarland. Ja, dem Saarland und dem Rest drumherum. In diesem Sinne, tschüss. Und bis bald.